So, wir haben jetzt fast alles erkundet hier. Onbu schläft sich hier den Schlaf der Gerechten. Ah, hier kommen auch mittlerweile Glasplatten an. Das können wir gerade ein bisschen beschleunigen, weil wir doch ein paar Leute frei haben jetzt. Da wandelt gerade Moritz hin als neuer Glasbläser. Ja, und jetzt wird hier ordentlich hergestellt. Aus 7 Sand machen wir ein Glas. Das ist ein harter Umrechnungskurs, Freunde. Das ist ein harter Umrechnungskurs. Okay, wir schicken jetzt unsere Leute mal hier ein bisschen weiter. Auf alles, was wir noch so sehen. Onbu müsste jetzt demnächst wieder loswackeln. Das sollte klappen. Und dann ist es eh am Laufen. Ich würde sagen, wir gehen hier nach Norden. Ihr habt die Wahl, ja oder nein? Schauen wir mal, was der Chat entscheidet. Ich bin sehr gespannt. Ja, die meisten wollen den Dschungel. Ja, Dschungel ist so euer Ding. Ja, ich sehe das schon. Wie kann man abstimmen? Einfach ja oder nein in den Chat schreiben. So. Okay, dann ist der nächste Weg jetzt hier klar. Den werden wir nehmen. Na gut, sagt Gola gerade. Ja, das geht schon, oder? So, hier ist glühend. Hier wächst natürlich auch kein Weizen. Das heißt, unsere gesamte Weizenversorgung geht gerade im Bach runter. Weil hier ist es sehr heiß. Aber es wächst sogar. Okay, sehr gut. Dann müssen wir uns demnächst mal wieder umentscheiden, weil dann müssen wieder sowas wie Rüben angepflanzt werden oder so. Die wachsen ja auch besonders gut dann eben im Dschungel. Weil der Weizen eigentlich auch. Aber das Gute ist, im Dschungel ist halt feucht. Dann kriegen wir hier nämlich tatsächlich unsere Wasserreserven mal wieder ein bisschen in den Griff. Wo ist unser Wasser? Wo ist unser Wasser? Wir haben 140 Wasser von 1500 Wasser. Es wird bitter nötig sein, dass wir darüber kommen. Oh nein, oh nein, oh nein. Es weht etwas. Jetzt, das war schon zu spät, Max. Da hätte ich nichts mehr machen können. Selbst wenn ich dann auf Rennen gegangen wäre, wäre der Sturm trotzdem schon drüber gegangen. Da war schade. Schade. So. Ach, warte mal, wir haben doch jetzt die neuen Straßen fertig, ne? Jo. Mach mal dieses Ding hier gerade. Das ist so unsere Hauptstraße, die hier lang geht. Das sollten wir auf jeden Fall erneuern. Da gehen jetzt einige Platten bei weg. Noch irgendwo Schäden zu beheben? Hier, ne? Was ist das denn? Ah, gut gemacht. Ich hoffe, dass dies unser Volk über Generationen hinweg inspirieren wird.
niemals aufzugeben und auch dann durchzuhalten, wenn die Chancen schlecht zu stehen scheinen. Und vor allem hoffe ich, dass es sie an den Wert der Zusammenarbeit erinnert, ohne die ein Überleben nahezu unmöglich gewesen wäre. Ich denke, damit kann ich mich endlich zur Ruhe setzen. Du hast so viele Hindernisse überwunden und ich bin mir sicher, egal was uns noch begegnet, du wirst uns in eine bessere Zukunft führen. Es war mir eine Freude, mit dir diese Reise anzutreten und ich hoffe, wir können bald wieder die nächste anfangen, während der Early Access Phase von The Wandering Village und darüber hinaus. Oh, es ist lieb! Vielen Dank, dass du diese Early Access Version von The Wandering Village gespielt hast. Schau dir unsere Roadmap an, um zu sehen, was wir für die Zukunft des Spiels geplant haben. Und bitte vergiss nicht, uns auf Discord zu besuchen, damit wir The Wandering Village gemeinsam verbessern können. Ah, ist das gut. Zeig mal die Roadmap. So, neues Biom Wasser, neues Biom Ruinen. Sind schon confirmed Features, okay. Neue Location, neue Orte und Ereignisse, neue Gebäude. Tameable Birds. Okay, also du kannst zähmbare Vögel. Fliegende Händler, mit denen du handeln kannst. Neue Onbu-Skins. Ach, cool, okay. Controller-Support, Steam Deck-Support, Xbox-Version. Das ist ein Confirmed Features. Mögliche Features, aber nicht hundertprozentig sicher. Mehr Story-Content fände ich okay. Und mehr Interaktionen fände ich auch gut irgendwie. Ja. Improvements, Improved City Building, Village AI, Quality of Life Features. Okay, Bugfixes, klar. Ne? So, das sind die Stretch Goals. Okay, das ist nicht viel mehr. Okay. Kann ich da mal ein bisschen reinzoomen? Ja, okay, das geht so. Okay, das ist alles, die Tamed Birds und so, das ist alles, die Stretch Goals sind eigentlich ganz gut soweit. 20.000 Steam Wishlists. Ah, neuer Onbu-Skin aktiv. Sehr schön. Ich finde das richtig, richtig großartig. Freue mich sehr drüber. Ja, cool, Leute. Wir haben auch das Monument hier fertig. Ja. Das Überlebensdenkmal. Oh, wie lieb. Einfach wie schön, oder? Schade. Ja, also ich muss sagen, also so, ich glaube, das ist jetzt auch die perfekte Zeit tatsächlich, um mal so ein bisschen mein Early Access Fazit mal hier einfließen zu lassen. Also ich muss sagen, das Spiel ist so grundsolide schön. Das ist, glaube ich, eine Zusammenfassung, mit der man alles zusammenfasst. Es ist grundsolide und schön. Für einen Early Access Titel super, super schön gemacht. Es ist spielbar. Ich habe keine Abstürze gehabt. Es lief butterweich. Es ist interessant und abwechslungsreich gestaltet. Du hast zwar zwischendrin dann immer so ein bisschen Leerlauf, wenn du die Biome wechselst und so weiter. Du weißt dann schon tatsächlich schon vieles. Das Einzige, was ich schade fand, war, dass die Ereignisse irgendwann immer die gleichen waren. Also diese, ja, du hörst in der Höhle Schreie, und wenn du reingehst, weißt du schon, wenn du die Eins nimmst, quasi, weißt du schon, dass du dann neue Leute bekommst. Ich hätte mir da irgendwie so eine Art bisschen Zufallssystem erhofft. Dass es nicht immer sicher ist, dass das gleiche Event triggert. Und wieder erwarten keine Explosionen. Bitte? Nee, aber es ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ansonsten es ist ein so liebes, nettes Spiel. Ich glaube, das Entwicklerteam kommt aus der Schweiz. Also auch ein Spiel, ich sage jetzt mal, aus unserem Längen- und Breitengraden, ja, was ich auch sehr, sehr schön finde, dass mal bei uns auch wieder oder immer mehr Spiele jetzt auf den Markt kommen, die so aus unserer Ecke der Hemisphäre kommen. Das finde ich sehr, sehr schön tatsächlich, weil das war lange Jahre eben gar nicht so. Und
Ansonsten, die Idee ist an sich, ist mit den drei Maps, was anders ist es ja nicht. Also einmal die Onbu-Karte selber, Onbu als Tiersteuerung und dann nochmal die Weltkarte. Finde ich auch clever, finde ich gut gelöst. Und ja, insgesamt muss ich ganz ehrlich sagen, schönes Spiel, schöner Early Access. Ich wünsche dem Team wahnsinnig viel Glück mit ihrem Spiel. Und auch natürlich selbstverständlich, das kann man da glaube ich auch sagen, dass da noch einfach mehr kommt. Dass da einfach noch mehr kommt und ich glaube, die haben die guten Ideen, die sie verfolgen. Und ich könnte mir vorstellen, dass da nochmal richtig viel mehr Content reinkommt. Ich bin selber tatsächlich, wenn das wieder weitergeht, also wenn mehr Content dann drinnen ist und wenn das Spiel released, würde ich mir tatsächlich sagen, yo, lass uns da nochmal reingucken. Weil das könnte nochmal ein komplett neues Spielerlebnis bieten. Im Übrigen, im Hintergrund ändert sich jetzt auch das Biom. Das finde ich auch schön gemacht. Einfach dieser Mix aus Spielelement und zeichnerischen Elementen finde ich tatsächlich schön. Ich mag sowas gerne und auch diese Übergänge sind schön gemacht. Insgesamt cooles Spiel. Wirklich cooles Spiel. Ist nett. Ist einfach nett gemacht. Aber Lina, wunderschönen guten Abend. Hi. Na, ist gut bei dir? Ach. Schön. Haben wir Wandering Village durch. Freue ich mich. Wirklich, wirklich gut. Freut sich sogar unser Dino, ja? Also, unsere uralte mystische Kreatur natürlich, selbstverständlich. Komm, bevor wir aufhören. Ihr wisst, wie es ist. Ja, lass uns im Onboom erstmal ordentlichen Futterknödel spendieren. Das muss drin sein. Wobei, vielleicht kriegt er den gar nicht mehr, wenn er jetzt gleich sich hinlegt. Schauen wir mal. Wie viel Kilometer? Fast 1000. Die 1000 will ich mir nicht nehmen lassen. Wir waren in deinem Urlaub. Ah, hervorragend. War richtig, richtig schön. Auch wenn es nur für mich jetzt nur eine Woche Urlaub war. Aber das war einfach so, so, so wichtig und auch wieder mal gut, um einfach mal komplett abzuschalten. Muss auch mal drin sein. Wo warst du? Daheim. Ich habe tatsächlich nicht viel gemacht. Also einfach nichts. So. Ey, da fliegt der Knödel. Der Knödel fliegt im Einschlafen. Oh, das ist der Traum. Ah, so ein kleines Betthupferl, ne? Also, das ist schon wichtig. So, jetzt wird hier gedöst. Ich glaube, so können wir unsere Kolonie, die uns so lange getragen hat, beinahe lassen. Aber wisst ihr, was ich machen will? Eine Sache will ich noch. Einfach, weil ich sie will. Ja? Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das notwendig ist. Aber eine Sache will ich tatsächlich noch. Und die ist die 1000 Kilometer voll zu bekommen. Das ist der Traum. Das ist der Weg, Freunde. Wie viel passen in ein Häuschen? Komfortable Unterkunft für bis zu 4 Dorfbewohner. Aber es ist größer, ne? Ah, unangenehm. Ombu streicheln können wir auch machen. Das ist auch wichtig. Ich würde vorschlagen, wir bauen hier oben unsere Unterkünfte auf. Unsere neuen, besseren Unterkünfte. Premium-Unterkünfte. Ihr merkt schon, ich kann mich nicht so ganz lösen, ne? Aber was willst du machen? Was willst du machen? Das ist halt die Liebe zu spielen, ne? Bist du halt drin. So, vielleicht sehen wir die Häuschen noch, bevor wir die 1000 Kilometer voll machen. Oder dann kurz drauf. Streicheln können wir aber auf jeden Fall. 1000 Kilometer sind durch, Freunde. Und hier kommt noch ein wunderschöner Giftwald. Ach, es wird doch herrlich. So ein schöner Abschluss-Giftwald. Ja, das hat doch auch was. Ich hole mal ganz kurz voll viele Leute. Dekontaminatoren. Seid ihr's. Ah, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Schön durch den Giftwald durchschlawinern. Sehen wir den schon am Himmel? Oh, da hinten. Da hinten ist ein großer Giftwald. Unangenehm. Auf eine ganz neue Art und Weise.
Ja, oh, das wird interessant. Das wird interessant, Leute. Weißt du schon, was als nächstes gespielt wird? Oh, ich bin da tatsächlich noch am Überlegen, was ich mache. Vielleicht machen wir auch wieder was ganz Oldschooliges und machen auch mal vielleicht irgendwie einfach mal eine Woche so ein Just-for-Fun-Ding. Keine Ahnung. Ich bin da noch offen. Ich muss mal schauen, was mich als nächstes zieht. Wo auch einfach gerade so was Neues kommt. Das interessiert mich ja dann auch immer. Ja, aber das lasse ich ein bisschen auf uns zukommen tatsächlich, was wir ab morgen machen. Ah, City Skylines. Ich glaube, wir haben... ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir auf YouTube City Skylines haben. Ich meine, das waren schon 500, 600. Das waren viele auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, könnten auch 1000 sein. Irgendwie haben wir sehr viele Folgen dafür schon vorbereitet. Ich glaube, das zieht mich jetzt auch nicht mehr. Und City Skylines müssten wir ja weit über 1000 Folgen haben. Da muss auch mal was Neues. Ne? Man kann nicht immer dasselbe machen. Manchmal braucht es auch einfach was Neues. Was anderes. Okay, hier kommt der Schlotter. Hier kommt der Schmodder. Die Giftwolken prallen auf uns nieder. Wo sind die Dekon-Leute? Hier wird ordentlich abgefackelt. Die giftigen Sporen! Hier oben wird auch ordentlich abgeburnt hier. Das ist wundersam, Wahnsinn. Das war jetzt nur der kleine Giftwald, ne? Der große kommt ja noch. Das ist auch gemein, wenn das hintereinander kommt, ne? Also direkt hintereinander. Bitter, bitter böse, Leute. Bitter böse. Hier hat schon zwei Bäume zerlegt. Man schicke die Dekontaminatoren! Aber die Seuche breitet sich hier gar nicht mal so schlimm aus, ne? Das hat man schon schlimmer. Na, warten wir mal ab. Avelina, ich wünsche dir ein wunderbares Essen und viel Spaß im Lurk. Vielen Dank fürs Reinschauen noch. So. Er kümmert sich um ihn hier. Wir haben auch Leute, die mittlerweile schwer vergiftet sind. Wir nehmen natürlich die Gruppe Siedler im auf. Stationeers bringt auch immer wieder neue Updates raus, aber das Stationeers ist ja eher die Frage, ob wir unsere Gruppe, so wie sie geplant ist, so zeitnah auch umsetzen können. Das ist eher das Problem. Baum befallen. Ah, schön. Ah, Leute, wir finden bestimmt irgendwas Schönes.
Wartet mal ab. Lasst euch überraschen. Irgendwas Schönes gibt's bestimmt. Ich weiß es tatsächlich selber gerade noch nicht. Ich mache mir da jetzt intensiv Gedanken drüber, was wir als nächstes machen können, und dann wird das was Cooles. Ah, ich muss jetzt auch den Moderatoren mal ein bisschen Auszeit nach dem letzten Community-Projekt gewähren, ja, denn die waren ja beim letzten Mal, also im Echo waren die ja sehr stark gefordert. Da muss jetzt auch mal ein bisschen Zeit dazwischen wieder sein, bevor wir das nächste Community-Projekt reinballern. Da darf es auch ein bisschen Zeit dazwischen geben. Und das nächste, was wir ja machen, ist, denke ich, irgendwas in die Richtung, also vom so erstmal so semi-Community-mäßig ist es so erstmal ein bisschen Stationiers, denke ich. Es kann aber auch mal sein, dass wir irgendwie einen schönen, gemütlichen Server zusammen mit was anderem machen. Muss man mal schauen. Ich bin da ehrlich, ich bin da guter Dinge, dass wir da was Cooles finden. Das ist so eine Sache, die kommt, die wird schon kommen, wenn es dann soweit ist. Das ist einfach entspannt. Cold Blue in den Burnout treiben, wieso nicht? Ja, ich weiß nicht, ob er das ähnlich sieht. Das ist doch traurig, Mensch. Die 1000 Kilometer haben wir, Freunde. Jetzt kommt noch der Giftwald, den nehme ich noch mit. Alter, es ist doch... Sag mal, das ist schon ein bisschen arg wild hier gerade. Das sind drei Giftwald-Dingers hintereinander. Das ist schon ein bisschen arg sehr. Lass mal Galle produzieren. Sachen, die ich nicht gedacht hätte, dass ich die jemals sagen werde, aber ja. Wasser haben wir. Warte mal, Onbu-Galle haben wir auch. Dann brauchen wir Onbu jetzt nicht damit traktieren. Warum haben wir denn so viel Galle auf Halde hier? Ja, dann schalt mal wieder aus. Warum wir das denn nicht machen? Die haben einfach nur... Ach, Biogas haben die keins, okay. So, jetzt geht's los, Freunde. Jetzt den Wald nehmen wir noch mit. Den nehmen wir noch mit. Einmal rein da, ja? Sehr hohe Giftstufe. Was sagen unsere Medizinleute? Voll ausgerüstet und gute Dinge? Ja, gut. Rein in die wilde Angst. Unsere Dekon-Leute sind unterwegs. Hier wird dekontaminiert. Okay, okay, okay. Hier läuft's rein. Okay. Okay, hier haut's die nächsten Verseuchungen drauf. Überall. Mal schauen, ob wir den Giftwald hier durchlaufen können. Schlimmste haben wir gleich hinter uns. So. Hier ist überall Verseuchung.
Okay. Ich weiß gar nicht, wo unsere Dekontaminationstypis sind. Hier wird irgendwas abgefackelt. Hat sich ein bisschen ausgebreitet. Das wächst ja, ne? Also, das, wenn du das nicht beseitigst, dann wird das irgendwann deinen ganzen Onbu übernehmen, diese Pilzseuche. Ja, also ihr kriegt hier Fortpflanzungsboni. Und irgendwann infiziert die einfach die ganzen Onbu-Pflanzen. Ah, gefällt mir. Gute Sache. Leute! Ich fand's wunderschön. Aber irgendwann ist immer Ende. Auch in diesem Fall. Auch da ganz besonders, weil es so schön war. Schöne Sache. Schöne, schöne, schöne Sache, ey. Gefällt mir. Gefällt mir gut, ey. We'll be right back.